liebe Freundinnen und Freunde, ziemlich genau vor 20 Jahren habe ich im Innenhof der Bundesgeschäftsstelle gesessen, so auf der Terrasse zwischen Herbstlaub, und einer Frau gebannt zugehört. Einer jungen Frau, die ihre Geschichte erzählt von einem einsamen Kampf gegen die Nazis in ihrem brandenburgischen Heimatort. Und obwohl ich selbst diesen Kampf auch damals erlebt habe und kannte, war ich zutiefst beeindruckt. Die Klarheit, der Mut, die Hartnäckigkeit, den diese Frau ausstrahlte, war schlicht herausragend. Jeder, der sie so erlebt hat, jeder, der sie so erlebt haben, leben durfte, wusste, hier meint es jemand verdammt ernst. Wer immer ihr nicht nur in den Weiten Brandenburgs mit Rassismus, Sexismus oder Menschenfeindlichkeit begegnete, musste sich warm anziehen. Liebe Freundinnen und Freunde, die Rede ist natürlich von Ska Keller, einem politischen Ausnahmetalent, einer immer Mensch gebliebenen Spitzenpolitikerin und einer wahren Freundin. Zwischen damals, Ska war gerade in den Bundesvorstand der Grünen Jugend gewählt worden, und heute liegen nicht nur 20 Jahre, dazwischen liegt der historische Beitrag einer großen Europäerin. Ska, die an der Grenze zu Polen aufgewachsen und wie ich als Kind den Fall des Eisernen Vorhangs zwischen uns und später als junge Erwachsene die Öffnung nach Mitte- und Osteuropa erlebt hatte, war von Beginn an selbstverständlich europäisch engagiert. Während wir noch über Mitgliedsbeiträge im damals jungen Jugendverband stritten, war sie schon auf dem Weg zum nächsten FYG-Event auf dem Balkan oder in Melilla. Es ist kein Wunder, dass gar die Europäische Grüne Jugend als deren Sprecher damals maßgeblich mit aufbaute. Und obwohl sie als grüne Landesvorsitzende in Brandenburg Landes- und Bundespolitik mitgestaltet hat, war immer klar, dass es für sie nach Europa gehen musste. Es galt, die Grenzen, die um und in Europa uns so stark geprägt hatten, zu überwinden. Dafür stritt sie, als wir damals 2019 nach langer Zeit wieder auch als junge Grüne in das Europaparlament einzogen. Und liebe Freundinnen und Freunde, Ska hat sich dieses Ziel zum Auftrag gemacht. In den bislang 13 Jahren im Europäischen Parlament überwand sie jede denkbare Grenze in Europa. Gleich zweimal führte sie die europäischen Grünen an ihrer Spitze in die Europawahl. Zwei Wahlen, bei denen das Prinzip, das Spitzenkandidatinnenprinzip, erstmals bei der Europawahl gelten sollte, das so zentral für die Stärkung der europäischen Demokratie ist. Und liebe Freundinnen und Freunde, dass dieses Prinzip noch immer nicht ausreichend zur Geltung kommt, das liegt an sehr, sehr vielen, aber nicht an Ska. Wie keine andere europäische Politikerin zuvor hat Ska das Bild einer wahrhaft europäischen Kandidatin geprägt. Es ist ihr maßgeblich mitzuverdanken, dass die Vision einer echten europäischen Demokratie lebt. Liebe Freundinnen und Freunde, über 6 Jahre als Vorsitzende der Grünen Europafraktion hat Ska die Rolle der europäischen Grünen Fraktion und das Parlament als Ort der Demokratie gestärkt. Und liebe Ska, mit deiner Arbeit hast du unzählige junge Frauen und Männer inspiriert. Eine davon tritt mit Terry, mit der uns auch viel verbindet, nun deine Nachfolge an. Und ich weiß, dass du nun zum Beispiel Themen wie die nachhaltige Fischerei, die wir beide die letzten Jahre auch aus Europa und dem Land verfolgt haben, und viele andere Themen weiter bearbeiten wirst. Aber wenn ich auf die jüngsten Umfragen in Brandenburg schaue, wo die AfD mittlerweile stärkste Kraft ist, dann erleichtert es mich auch ein wenig, dass du nun vielleicht eher etwas mehr Zeit hast, die FaschistInnen in ihre Grenzen zu weisen. Liebe Ska, dort in Europa und überall wird dein Spirit und dein Kampfgeist auch weiterhin dringend gebraucht. Danke für alles bis hierhin und auf alles, was jetzt noch kommt. Liebe Freundinnen und Freunde, Applaus für einen großen Menschen, für eine großartige Europäerin. Applaus für Ska Keller.